YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer neuen unglaublichen Folge 7 Days to Die mit meiner Wenigkeit, euren Zockili. Lasst auf weitergehen. Ich bin gespannt wie ein Bogen. So, wir brauchen 100 von denen. Wir brauchen einen Messbecher, 30 kurzes Röhrli. 30 kurzes Röhrli haben wir schnell. So, da la. Perfekt. Dann 3 Töpfe. Müssen wir schauen, ob ich habe. Wenn nicht, müssen wir herstellen. Dann braucht der Mann noch. Shit. Hey, wo habe ich denn das hin dann? Ah, Moment, jetzt muss doch hier irgendwo sein. Ah, Gott sei Dank. Zum Glück habe ich's. Ein Messbecher. Nur einen schönes Ding. Jetzt schauen wir kurz hoch. Ich glaube nämlich, wenn, dann habe ich die in der Küche, diese Töpfe. Kann sein, dass ich 3 habe. Ich bin hier so ein... Nee, ich habe safe nicht 3. Woher denn? Wollte schon sagen, ich bin so ein heftiger Messi, aber... Wo soll ich die 3 haben? Nee. Aber die können wir herstellen. Das ist nicht das Problem. Die können wir auch herstellen. So. Schau mal, vielleicht habe ich die 100 auch hier schon drin. Nein, nicht annähernd. Nicht annähernd. Leider Gottes. Wo stellen wir die dann hin? Eigentlich hätte ich die auch gern hier gehabt. Vielleicht hier an die Wand? Hm? Schon, oder? Oder hier? Nein, da ist jetzt das. Da auch nicht. Da habe ich einen Blumentopf. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo ich die herstelle. Aber ich bin schon gespannt. Weil das dauert jetzt noch 6 Minuten. Oder die werde ich jetzt hier nicht stehen bleiben, die 6 Minuten. Pass auf, die Teile, was ich brauche, tue ich dabei da unten ran. Lass ihn dabei herstellen. Wir gehen derweil vielleicht, machen uns fertig, machen uns bereit für den Händler und verkaufen ihm den ganzen Shit. Geben die Mission ab. Wow, das gibt Kohle. Oder das gibt richtig viel Kohle. Der hat ja eh gleich offen. Da ist ja nichts mehr drin, gell? Ich schaue immer nach, obwohl... Nee, da ist auch gar nichts mehr drin. Da habe ich auch schon alles rausgenommen. Schönes Ding. Wir könnten eigentlich, rein theoretisch, könnten wir uns noch, der ist 1,7 Kilometer weit weg, den Schatz hier holen. Das können wir machen. Aber bis der Händler offen hat, dann bin ich schon dort, schätze ich. Also ich verfahre mich komplett, dann ist weiß ich. Boah, Bruder. Das Teil geht in die Kuh, das kannst du gar nicht vorstellen. Dann habe ich safe noch ein paar Leveln, noch ein paar Punkte, die ich irgendwo einfügen kann. Aha. Jetzt kommen wir 3 Kilometer, das passt schon. Holen wir uns den geilen Schatz, mein Spatz. Ich glaube, es wird dann schon langsam an der Zeit, dass wir uns vielleicht noch eine Base bauen, aber selber bauen eben, ja, nicht irgendwas übernehmen. Wisst ihr? Eigentlich blöd, weil das baue ich alles da in die alte, also in die eine Base. Und wenn ich dann eine neue baue, auch irgendwie blöd, ne?
Aber ich würde schon gern was Eigenes bauen. Was richtig Großes, Schönes, weißt du, was richtig geil ausschaut. So eine richtig hübsche Base würde ich gern bauen. Mit Garten und weiß nicht, Kunstwerke und so ein Shit. Also richtig riesig, was unendlich viel Platz hat. Schatzi, nicht mal in Ruhe ein Loch graben kann man. Hätte ich die Sachen ins Moped... Na, so viel ist safe nicht drin im Schatz. Ich glaube, wir müssen in eine andere Richtung. Ja, andere Richtung. Schönes Ding. Da ist er schon. Dietrich haben wir natürlich wieder nicht. Ja, ich kann die selber herstellen, aber ich mach's nie. Der Händler hat auch schon offen. Ist alles super hier. Oh, geht. Gut Munition. Shit, ich bin zu dick. Wo geht's denn hier raus? Oh nein, hier. Muss mich hochbuddeln. Raus hier. Los. Oh mein Gott. Super. Und ab zum Händler. Wo auch immer der jetzt sein mag. Also und ganz wichtig, vielleicht nicht vergessen, es wäre ultra lieb. Ich bettel schon drum. Ich brauche die Bestätigung, dass ich nicht ganz ein Trottel bin. Aber ist wurscht, ich mache es sehr gern gerade aktuell. Ich sag's euch, ich habe eine lange Pause gemacht und sehr unregelmäßig Videos rausgehauen. Aber jetzt aktuell, ich hau jeden Tag Videos raus. Ich nehme so sehr gern Videos jetzt auf. Ich weiß nicht. Ich mache das urgern jetzt mit 7 Days to Die oder mit dem Betsy Scum zocken und das Aufnehmen und raushauen. Ich mache das urgern. Das macht mir gerade richtig viel Spaß. Ich hoffe, ich verliere dann nicht wieder irgendwann einmal wieder die Lust. So schnell wird das nicht passieren, glaube ich jetzt. Bin aktuell voll drin. Ich überlege auch schon, mir ein neues Mikrofon zu holen. Warum eigentlich? Unnötig Geld raushauen. Der ist gar nicht gut. Macht gar keinen Sinn, das Mikro, was ich habe. Das ist top. Immer noch. Ich habe das jetzt schon ewig lang. Oder ich weiß nicht. Ich habe das wirklich lang. Ich weiß gar nicht, wie lange, Alter.
Müsste ich mal gucken. So. Ja, scheiß drauf, wir parken. Hier ist wurscht. Ein 6er-Messer wäre auch geil. Wenn ich jetzt noch ein 6er-Messer kriege. Pfui. Absolutes Biest, Alter. 3er-Handschuhe eventuell. Aber ich habe gesagt, ich stelle mal selber welche her. Eine Stahlschafel. Nee, Roboterhammer. Nee. Du hast ehrlich gesagt. Du gibst mir nur blöd. Er gibt mir keine Bücher mehr. Ein Robohammer? Ich weiß es nicht. Mollys. Eisenhandschuhe. Warte kurz. Lass mich mal ganz kurz gucken. Was habe ich denn an für Handschuhe? Die da. Ich verkaufe ja auch welche. Aber vielleicht kriege ich... Oh ja, ich nehme die Eisenhandschuhe. Vielleicht kriege ich die... Mods ran. Vielleicht kriegen wir ja die 3 Mods rein verändern. Na, auch nur 2. Gut, was habe ich da drin? Vielleicht habe ich auch nur... Taschen. Habe ich gar nichts drin. Dreiertasche. Dreiertasche, okay. Gut, ich glaube, die Tasche muss ich nicht unbedingt reintun. Lass mal versuchen hier. Eine Dreiertasche müssen wir nicht unbedingt reintun. Passt. Gut, dann verkaufen wir jetzt. 14 von denen, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Die Mod, soll ich die aufheben? Yeah, heben wir es auf. Oh, schade, wie viel Kohle ich schon habe. Du verkaufst mir nichts Gutes, gell? Du hast keinen Bock drauf. Generator, Scheinwerfer, Dartfallen. Bis ich die nicht herstellen. Ah, Messer. Eine Pistel. Nochmal eine Pistel. Das sind die Sachen, die ich dir schon verkauft habe. Gut. Ich nehme nochmal. Obwohl, er gibt mir ja. Well, how about you browse your ass right out of my store? Keine Bücher mehr. Ich glaube, bei ihm Missionen machen ist nicht so. Es ist unnötig. Es ist echt unnötig. Ich brauche die Bücher. Wir gehen zur anderen Händlerin. So machen wir das. Wo war die? Die war hier. Da. Zu Chen gehen wir. Da machen wir dann die nächste Mission. Bei ihm ist unnötig, glaube ich. Da kriege ich keine Bücher mehr. So, wir lassen vorher noch kurz heim. Die Chemiestation herstellen. Und dann beim nächsten Mal muss ich mich schon wieder auf die Horde vorbereiten. So, das ist durch, durch, durch. Fertigen. Achso, warte mal, das habe ich jetzt hier rein, da. Zack, zack, zack. Und fertigen. 17 Minuten. Bist du denn des Wahnsinns, Brudi? Das ist ja absolut over. Da rollt's da alles zusammen. Munition, rein, rein hier. Das auch noch. Schießpulver auch noch rein. Die Taschenmod, obwohl ich habe hier nochmal eine 2er-Mod. Ist alles so eklig, Alter. Gut, dann ab zu Chen. Wir wollen Mission machen, denn ich möchte noch ein paar Bücher freischalten.
Ich habe in keiner Alpha so viele Missionen gemacht wie in der hier jetzt da. La 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 la. Juhu, Obacht. Ich komme. Was ich hier tue und Probleme. Schaffe ich das? Kann ich das? Easy. Ja. Perfekt. Ich muss auch gucken. Punkte, die ich habe. Wie viele haben wir denn? Zwei nur. Okay. Bisschen mies wenig. Sparen wir uns noch auf. Ich weiß nicht was. Ich weiß gar nicht, was ich leveln möchte. Kann das sein, dass das Wetter immer gleich ist? Aber in einer gewissen Uhrzeit fängt es an zum Regnen. Boom. Den wollte ich mitnehmen, den Pre. Dann nachher wird es finster und der Nebel kommt. Dann wird es wieder schön und in der Nacht regnet es dann wieder. Ist das immer so? Oder ist es nur Einbildung? So, what are you buying today? Abholen und säubern. Oh, this is the best way to... oh, thank goodness. Aber lass kurz gucken, hast du eventuell Bücher? Ja, Mann, du hast Bücher. Den Bauplan für den Daddy. Munition, Benzin, das brauchen wir gerade nicht. Das kann ich dann selber alles herstellen. Dietriche, nein. Battery Bank wäre geil. Es wäre auch geil, wenn du so Elektrotüren hättest. Drecksau. Ich komme später wieder. Ich krieg die Kurve. Bowlingbahn, da waren wir auch noch nicht drin. Ich habe generell die ganze Stadt, naja, fast. Ich wollte gerade sagen, noch nicht erkundet, aber fast. Sodala, einfach durch den Zaun fahren. Kein Problem, wenn es Bob ein bisschen hinig wird. Das heute schon aus. Oh, der mit, da ist ein Hund. Hund, ich kann nicht springen. So. Das war jetzt brutal. Das war jetzt brutal. Aber bin ich ein bisschen falsch reingefahren. Ehrlich gesagt. Lass gucken, hier haben wir noch was. Holen wir sich gleich die. Oh ja, geilo. Den guten Loot haben wir hier. So gut ist der gar nicht, oder? Hab schon Besseres gekriegt. Bücher würde ich feiern. Ha, einser Handschuh und was zum Essen. Oh, essen könnte man aber gut jetzt da. Alles verschlossen. Huhn, du willst auch raus, hä? Huh? Gut, ich weiß nicht, nutzt mal ein bisschen die Pistole oder den guten Loot haben wir ja jetzt schon.
Oder nee, wir verschwenden keine Munition. Ich meine, ich habe genug, aber wir müssen doch nichts verschwenden hier. Ach, Kacke, da waren noch Bücher drin. Pupsi. Pupsnase, da ist zu. Komm ich nicht hoch. Bin so schwer. Oh, verdammte Axt. Komm hier rüber. Dann hier hoch und zack, zack. Aber oh, wir könnten Parkour leveln. Damit wir höher springen können. Blöd Drecksau, du. Passt, das haben wir. Jetzt müssen wir nur noch säubern. Hier unten wird gesäubert. Ich trau mich nicht runter. So, und zack. Kommen Sie ruhig alle raus. Hund. Bulle. Ausgewichen. Hoppala. Oh, ich hoffe, mein Motorrad ist nichts passiert jetzt. Wie geht's dem Bre? Scheiße, ich weiß gar nicht vorhin, wie der Zustand des Motorrads war. Kann ich da gar nicht sagen, ob das jetzt da erwischt worden ist oder nicht. Da habe ich vorhin auch nicht reinguckt, ich hält oder da sind auch Bücher. Hey, ich dachte, Messer hätte ich schon. Habe ich das jetzt da trotzdem gelesen? Huh? So, und jetzt der gute Loot. Dann war es das. Schönes Ding. Ah, ja, kann man nehmen. Ja, wieso nicht? Oh, jetzt krieg ich eine Vierer. Schau an. Ist doch eine Frechheit, Alter. Jetzt krieg ich einen Vierer Handschuh. Machen wir mal kurz zu. Ja, jetzt wollte ich ihn haben, Alter. Tragen. Verändern, das Rasen nehmen. Also warte, ich muss das ja sowieso wieder nehmen. Verändern. Rein, rein. Einsertasche. Ja, komm, mach mal ein bisschen Platz. Und Ragen, danke dir. So, siehst du? Immer dasselbe. Es wird finster, regnet. Das Wetter ist immer gleich. Das kann doch sein, ne? So. Zu viel Kaffee. Viel zu viel Kaffee, Brudi. Gut, Schatzi. I'm here. Gib mir Bücher. Oder gibt's mir mal als Belohnung einen Schmelztiger? Das wäre so fein, Alter. Ich weiß nicht, warum das so ewig lang dauert, bis ich sowas habe, Alter. I knew you could do it. Ja, gut, Bücher. Nehme ich dir gerne ab. So, jetzt pass auf, ich habe hier was für dich. Das kannst du auch haben. Von denen habe ich Unmengen. Die Mod habe ich auch ziemlich oft schon. Brauche ich, glaube ich, gar nicht. Und wenn, ist auch wurscht. Jetzt habe ich halt alle verkauft. Gut. Aber ich habe gesehen, du hast auch noch Bücher. Aber als erster gucken. Gucken, Bücher. Gut. Nein, oh scheiße, jetzt habe ich Geld ausgegeben für ein Buch, was ich nicht brauche.
Wir haben die Kohle. Wir haben die Kohle. Remember me if you need medical supplies. So, das wollte ich nicht. Das war Fehlkauf. I hope you come back and see me sometime. 17.000, Alter, wir sind super. Irgendwelche besonderen Aufträge? Nee, warte mal, ich will noch mal Strom, das bei Nacht kommt. Das ist das nächste. Abholung. Wir brauchen die Bücher. Das Zerlegenteil, das brauche ich nicht mit, oder? Ah, scheiß drauf, nicht mal mit. Ups. Oh, 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 oh. Trick 17. Rübergehopselt. Oder doch nicht. Shit, aber das haltet auch nichts aus, das Motorrad, oder? Kurz mal angetätscht und schon ist es vorbei. Oder darf ich hier ran? Ja, geil. Mal kurz mal reparieren den Brett. Als erster den guten Loot holen. Wir wissen, wie das Spiel funktioniert. Hallo? Halli, hallo, hallöle. Ich bin gekommen, um dir eine Knackquatschen zu geben. Servus, Schätzchen. Dietriche eventuell? Nee, doch nicht. Okay. Ich werde hier nicht großartig looten. Außer Bücher. Da kommt einer durch die Tür. Hier gucken. Nee, Sand drin. Ich mach dir schon auf, Brudi. Kommt's ruhig her. Keine Angst. Au! Verdammte Axt! Oh, der mit, oder? Ja, will ich verkaufen. Oh, warte mal, wir könnten... Pass auf, wir haben ja zwei Punkte. Wo waren das? Schatzsucher, Glückssammler. Aha, aha, aha. Da brauche ich da hier noch eines. Dann kriege ich da hier noch eins rein. Perfekt. Wollte mal ein bisschen bessere Beute noch rausholen hier. So, und da kommen wir uns jetzt raus. Wer hat hier die Türen geöffnet? Aber hinter dem Ding war auch noch, oder? Nee, gar nicht. Okay. So. Wir haben den Glückssammler gelevelt. Ein Schlagring, 6er. Brauchen wir aber nicht. Werden wir verkaufen, schön. Buch und Stoff. Ja, nehmen wir mit. Jetzt habe ich gerade einen Hingern was. Noch ein Buch und noch ein Buch. Da hinten ist nichts mehr und hier ist auch nichts mehr. Okay. Ah, da noch. Magnum-Munition, Alter. Warum finde ich so viel von dem Dreck? Gut. Kann ich hier runterhopsen, ohne dass ich mir jetzt alles breche? Ich glaube nicht. Schönes Ding. Ich habe sowieso Hunger. Kugelfleisch. Wer liebt es nicht? Das gute alte Kugelfleisch. Die Speste.
Also macht halt was durstig, ne? Das ist halt eine miese Nummer. Gut. Warum reagiert er nicht? So. Activated. I'm coming. Oh, jetzt ist ein Military Boy hier. Okay. Habe ich vorhin gar nicht reinguckt. Ich weiß gar nicht, was für Schuhe ich anhab. Achso, ja, die passt schon. Ah, ist super. So, haben Sie ruhig. Diesmal ist hier keine Tasche. Da, da, da. Na, 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 Military Boy. Mit meinem Messer. Er hat keine Chance gegen mich. Wenn ich mal mit dem... Wo willst du hin, Schätzchen? Wenn ich das Messer raushol, hat keine Chance gegen mich. Open the door, please, for me. Thank you, Alter. Du brauchst gar nicht laufen. Oh, er verblutet, oder? Verblutest du? Oh Mann, er rennt trotzdem durch. Nee. Oh. Einsam Maschinending. Ich habe mal gedacht, ich habe hier. Oh, Sechser Axt, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Airdrop nehmen wir auch mit. Achso, ich habe noch nicht die Ding geholt. Was zum Holen war. Die Abholung. Wo hat er denn den getroppt? Da hinten. Okay, gut. Es geht sich alles aus. Können wir uns auch noch holen. Mano. Sollen wir uns als Erster den Airdrop holen? Der ist ja auch nicht so weit weg. Können wir machen. Das blöde Hin- und Herfahren nervt nur. Geil. Öffnen. Haben wir schon. Oh, gleich zweimal. Bruder, wir sind ja schon richtig gut unterwegs. Gut, es dauert noch, aber. Es dauert echt nicht mehr lang, wenn das so weitergeht. Da fehlt mir nur noch eines. Ich hoffe, ich kriege jetzt wieder Bücher und dann habe ich diese Elektrokacke dabei, damit ich, weiß nicht, ich kann mir damit eigentlich eh nichts herstellen, weil ich, das Einzige, was ich will, sind elektrische Türen, die sich automatisch öffnen, wenn ich dort rangehe und so, weißt du, aber die kann ich ja noch nicht herstellen. Was ist das hier? Es ist es weg. Achso, okay, das war einfach ein LKW, der hier irgendwie herumspackt.
So, jetzt lass mal gucken. Die AK verkaufe ich. Das verkaufe ich. Verkaufe ich. Die Mod vielleicht nicht. Warum, weiß ich nicht. Dann das verkaufen wir. Verkaufen wir. Die ganzen schönen Bücher. Das brauche ich auch nicht, den Schlagring. Das würde ich auch verkaufen. Das hier, das kommt weg. Zack, 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 zack. Goldrutenpflanze. Oh, reines Mineralwasser. Ah. Weg damit. Goldrutentee. Brauchen wir auch nicht. Das können wir verkaufen. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Das nicht, das nicht. Obwohl Stoff... Oh, nicht wirklich, gell? Gut, perfekt. Schatzi, ich bin wieder hier. Here's your pay for a job well done. Stahl, Zweierrüstung, Medic, das nehmen wir. Zack. Nochmal eine Abholung. Okay. Be careful and try not to get yourself killed. Das willst du gar nicht. Hallo. Öffnen. Ah. Ich habe eine eiserne Armbrust. Qualitätsstufe 4. Okay, das willst du gar nicht. Eine miese Prise ist es. Wir brauchen Bücher. Da habe ich schon reingeguckt. Kann das sein? Wieder neu. Oh, hi. Kein Drecksau, du. So, ich kann jetzt da Sensoren und so herstellen, ja? Das habe ich jetzt gelernt, weil ich gut bin. Elektrik, genau, Druckplatten, Sensor, Scheinwerfer, den Lautsprecher, Batterien und dann der Rest. Und auf den Rest freue ich mich schon. 25 brauche ich noch. 25 Bücher. Jetzt aber richtig heftig neblig hier. Ah. Okay, nicht. Ah, na, lass mal drin, das brauchen wir nicht. Na gut, Jodob. Ich werde die Abholung vielleicht so für mich machen. Es wird den Rahmen sprengen des Videos hier. Open. Please. Am besten gar nicht nachdenken, liegen bleiben. Ups. Oh, die haben einen Hund. Ich hab gesehen, eine Hundehütte. Hier gibt es einen Hund. Wo ist der? Jetzt nehme ich den Dreck auch noch mit. Na super. Ich komme hier nicht hoch. Mann, ich stoße mir dauernd den Kopf. Es reicht aber langsam, da geht's auch hoch. Ey. Ups. Blöd weg war du. Wow. Bücher. Kann ich leider nicht mehr brauchen. Das können wir brauchen. Medikamente. Nehmen wir mit. Ah, ich renn voll rein. Ich bin ja so ein Held, Alter. So, die Chemiestation habe ich ganz vergessen. Jetzt, die brutzelt da vor sich hin.
schnell ich da durchlaufe, hm? Ohne Probleme. Bücher. Kokaina hier irgendwo. Tasche, okay. Kohle, gut. Da ist nichts Wertvolles drin für mich. Wo ist der gute Loot? Hallo. Bin gekommen, um euch was zu nehmen. Ich wusste es doch. Hier geht's auch noch runter, aber es dauert Ewigkeiten. Na, top. Wo ist er denn? Die Drogenküche. Hä? Das ist dein Ernst? Wieso komme ich denn da jetzt nicht durch? Bye. Keine Ahnung, was ich hier gerade eben geöffnet habe. Okay, wir haben Zeit. Den guten Loot, den holen wir jetzt noch zusammen und dann war's das für heute. Nehmen wir den Dreck auch mit, ist ja wurscht. Hier Bücher. Geil. Ah, das Dach habe ich geöffnet. Super, YouTube. Ah, ich hab den nicht erwischt, Bruder. Ich höre hier noch wen. Hören Sie ab. Gehen Sie weg. Hören Sie auf. Ich rufe die Polizei. Ich erwische den Bray einfach hier nicht. Okay, ist wurscht. YouTube, ich sage euch was. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Machen Sie es gut. Hauen Sie rein. Und immer brave sein. Tschaußen.